Hallo liebe Wohnkabinenfreunde, ich bin's Jens vom Wohnkabinencenter und heute widmen wir uns voll und ganz der 4-Wheel Campers Wildcat UTE. Die Wildcat UTE seht ihr hier im Hintergrund, das ist eine Flatbed-Kabine, die eben auf einen Pickup, der mit Flachpritsche umgebaut wurde, passt. Und wir haben euch auch gleich drei dieser Pickups mitgebracht, die wir euch hier vorstellen wollen. Wir haben einmal den Ford Ranger als Doppelkabiner, hinten im Hintergrund einen Ford Ranger als Anderthalbkabiner und hier noch den aktuellen Toyota Hilux, ebenfalls umgebaut mit einer Flachpritsche. Damit die Wildcat UTE auf deinen Pickup passt, ist es eben wichtig, diesen vorher mit einer Flachpritsche auszurüsten. Da gibt es verschiedene Anbieter. Wir im Wohnkabinencenter haben eine Flachpritsche, die ist aus Aluminium, die ist extrem leicht und robust. Da haben wir ein Schnellwechselsystem für, das nennt sich Flatbed-Jacker-System, sodass ihr per Zentrierhülsen die Kabine super leicht und super einfach auf- und absetzen könnt. Und da kommen wir auf ein Gewicht bei einem aktuellen Ford Ranger XLT mit der 2 Liter 170 PS Maschine mit Automatikgetriebe von 2165 Kilo bei fast vollem Tank. Die Fahrzeuge, die wir jetzt hier stehen haben, haben keine Wohnkabinencenter-Pritsche drauf, sondern wir haben zwei Fahrzeuge mit einer PPEC-Pritsche. Einmal ein Ford Ranger 3,2 Liter Automatik älteren Baujahrs, der ist aus 2016. Dann haben wir hier einen ganz brandneuen 2024er Toyota Hilux 1,5-Kabiner mit der PPEC-Pritsche. Das ist eine Pritsche von einem deutschen Hersteller. Die hat zum Beispiel so eine schöne Auszugsschublade drin. Das ist bei der da drüben ähnlich. Wir haben hier Seitenstaukästen integriert. Die seht ihr hier an der Seite. Und das ist eine Eigenbaupritsche. Die hat jemand selber für sich gebaut, hat ebenfalls eine Schublade, hat noch mehr Staumöglichkeiten dran. Das ist eine wunderbare Geschichte und wir werden euch gleich mal den Link einmal einblenden zur Wohnkabinencenter-Pritsche und dann blenden wir gleich noch den Link ein zum Umbau des Ford Ranger mit allen technischen Daten. Das machen wir hier. Die Geschichte ist die, dass diese drei Fahrzeuge, die wir jetzt hier stehen haben, ein Leergewicht von 2400 Kilo vereint. Das ist eine relative Punktlandung gewesen, sowohl beim 2,2 Liter 1,5-Kabiner als auch beim 3,2 Liter Doppelkabiner, als auch eben hier beim 1,5-Kabiner Hilux mit der 2,8 Liter Maschine. Wenn wir jetzt von 2,4 Tonnen Leergewicht bei diesen drei Fahrzeugen ausgehen, habt ihr 1100 Kilo Zuladung für die Wohnkabine und euer Gepäck. Im Gegenzug dazu der Ranger, den wir mit unserer besonders leichten und stabilen Pritsche ausgerüstet haben, 2165 Kilo, da habt ihr 235 zusätzliche Kilos für Zuladung, Ausrüstung etc. frei. Ist also für euch eine Überlegung, wollt ihr eine relativ schwere Pritsche mit zusätzlichen Stauboxen haben oder wollt ihr ein besonders leichtes Fahrzeug haben, wo ihr wirklich innen drin extrem viel mehr mitnehmen könnt. Jetzt gehen wir erstmal auf die 4-Wheel Camper an sich ein, bevor ich euch die Kabinen im Detail zeige. Das hier ist ein Modell des 4-Wheel Campers und hier könnt ihr ganz gut erkennen, wenn ihr näher kommt, wir haben hier einen Aluminiumrahmen, einen verschweißten. Und dieser verschweißte Aluminiumrahmen, das ist der sogenannte Flexframe, der sorgt eben für dieses besondere Maß an Stabilität bei den Kabinen und eben für die ganz besonderen Offroad-Eigenschaften. Das hier ist ein Modell von 2008. Die Verschweißungen haben sich mittlerweile noch mal etwas verändert und verbessert, aber so im Großen und Ganzen habt ihr hier schon mal eine Idee, wie ein 4-Wheel Camper von innen aussieht. Ja, und hier seht ihr ihn jetzt in der ganzen Pracht. Die 4-Wheel Campers Wildcat UTE auf einem Doppelkabiner. Wir werden die Doppelkabiner-Kombination mitnehmen zum Kloster-Annex-Treffen in einigen Wochen und werden danach auch im Mai eine größere Tour damit durch Kroatien fahren, um einfach nochmal zu zeigen, wie gut auch auf einem Doppelkabiner sich eine Kabine mit eben rund 2,30 Meter Korpuslänge fahren lässt. Was ihr hier gut sehen könnt, wir haben ein extrem flaches Profil. Die Kabine sitzt schön bündig auf dem Fahrzeug. Und hier erkennt ihr, wir haben etwas mehr Dicke als bei den 4-Wheel Campern sonst üblich. Denn die Wildcat UTE ist eine der ersten Kabinen bei 4-Wheel Campers gewesen mit einem Underbed Storage. Da habt ihr richtig viel, viel Platz unter der Matratze
eben für euer Gepäck und ähnliche Sachen. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter gehen und gucken uns das Ganze hier auf dem 1,5-Kabiner Ranger an, dann seht ihr, wenn die Kabine dann aufgeklappt ist, wir haben rund 80 cm zusätzlichen Raum hier oben, wo ihr eben wirklich viel Luft, viel Höhe und viel Raum in der Kabine genießen könnt. Und das eben bei entsprechend kompakten Abmessungen. Schauen wir nochmal hier beim Doppelkabiner. Wir haben hier wirklich nur einen minimalen Überhang. Ich lege mal meinen Arm hier drunter. Also es ist kaum Überhang da. Rein theoretisch, wenn ihr einen Anhänger ziehen müsstet mit einem Quad hinten drauf, mit einem ATV oder ähnlichem Sportgerät, würde das auch hier in vielen Fällen sehr gut gehen. Und jetzt gehen wir nochmal zum 1,5-Kabiner und schauen uns da das Heck an. Das ist hier ähnlich gut gefasst. Auch hier haben wir mit der Kabine eben nur einen relativ kurzen Überhang hinten dran. Und hier muss ich noch sagen, dass die Kabine einige Zentimeter weiter hinten steht, weil wir die noch nicht fest angepasst haben aufs Fahrzeug. Die würde noch so circa 7-8 cm nach vorne rutschen können. Dann habt ihr hier auch gleich im Bild unsere Rico Titan Kurbelstützen. Für alle Kunden, die sagen, ich möchte meine Wildcat UTE eben zwischendurch auch mal absetzen, sei es auf Reisen oder eben zu Hause, weil der Pickup einer Doppelnutzung zugeführt wird. Dafür ist auch die Flachpritsche ideal, weil die lässt sich mit einem Gabelstapler seitlich beladen. Da habt ihr eben auch die Möglichkeit, die Kabine gut abzusetzen. Schauen wir uns jetzt mal die Details außenrum an. Ich habe das jetzt mal nachgemessen. Ihr seht bei dem Fahrzeug die Höhe. Wir haben ein Fahrzeug, was nach hinten deutlich ansteigt. Hier ist eine Roadmaster-Federung oder ein Roadmaster-Auflastungsfahrwerk drin mit der stabilsten Feder. Das heißt, wir haben hier wirklich noch ein Fahrzeug, was nach hinten um circa 6 cm ansteigt von hier nach hier. Das heißt, hier haben wir am Heck eine Gesamthöhe von 2,50 m, wobei ich hier ab Dachkante noch mal 10 cm zugeschlagen habe, also bis zur Dachkante selber sind es 2,40 m. Aber wenn wir Dachluken drauf, hier an dem Punkt sind es 2,44 m. Und bei dem anderen Ranger haben wir gerade nachgemessen, da kommen wir auf eine Gesamthöhe von 2,39 m hinten am Heck inklusive der Dachaufbauten. Also ihr seid mit einer Wildcat UTE auf dem Flatbed Ranger immer noch sehr kompakt. Das ist ideal, wenn ihr damit zum Beispiel durch den Wald fahren wollt oder wenn ihr Bergpassstraßen fahrt mit Felsüberhängen etc. Seid ihr von der Höhe her auf einem Niveau, da ist echt noch super viel möglich. Und in einem Highcube-Container könnt ihr auch Fahrzeug mit Kabine drauf verschiffen, ohne es trennen zu müssen. Und jetzt gehen wir außen rum. Bei der Wildcat UTE haben wir eine relativ cleane Fahrerseite hier, weil das ist eine Kabine, die ist ganz neu bei uns eingetroffen. Da sind noch einige Anbauten nicht dran. Ihr habt hier den Wassereinfüllstutzen. Da füllt ihr eben euer Frischwasser auf. Wir haben hier den Ablasshahn für das Waschbecken. Das heißt, Grauwasser würde direkt hier aus der Kabine rausgeleitet. Da haben wir aber auch die Möglichkeit, innen noch einen Abzweig zu setzen, dass zum Beispiel innen ein kleiner Abwassertank reinkäme oder dass man das Abwasser innen durchleiten würde. Dann käme es hier unten in dem Bereich irgendwo raus und könnte unter der Pritsche verschwinden. Dieser Ablasshahn hier, das ist eine feine Geschichte. Das ist der Frischwasserablasshahn. Damit könnt ihr euren Frischwassertank entleeren und bevor ihr ins Fahrzeug einsteigt, eben den Tank aufmachen, kurz die Hände waschen, wieder zu. Dann habt ihr hier draußen auch eine Wasserentnahmestelle. Unsere Außendusche würden wir ebenfalls hier in dem Bereich einbauen, weil auch hier der Boiler innen in die Kabine reinkäme. Dann ist hier auch noch die Möglichkeit, ein Duschzelt anzubringen, was natürlich nur dann benutzt werden kann, wenn kein 230 Volt CE-Anschluss dran ist. Was aber eine Sache ist, den werdet ihr nur in ganz, ganz wenigen Fällen vielleicht mal auf dem Campingplatz brauchen. In meinem Setup meiner 2018er Kabine, auch da blende ich euch den Videolink hier mal ein, da habe ich den Außenstromanschluss gar nicht gebraucht, weil wir hier mit einem Ladebooster arbeiten mit 25 Ampere. Das heißt, ihr habt permanent Ladung übers Auto. Wir haben Solaranlagen, die fangen bei 160 Watt an, gehen rauf bis zu 450 Watt. Da habt ihr also alle Möglichkeiten, was zu machen. Dementsprechend Landstrom ist ein zu vernachlässigendes Thema. Das hier ist die Klappe vom Kühlschrank. Ihr seht hier auch, 4WheelCampers bemüht sich hier wirklich um eine sehr saubere Verarbeitung. Ihr habt hier nochmal eine zusätzliche Isolierung mit drin. Das Fach ist zum Kühlschrank hin hier von innen ordentlich abgesiegelt und zu. Das ist eine ganz feine Geschichte. Und wenn wir jetzt hier zum Heck weitergehen, seht ihr hier einen kleinen Stecker.
Dieser kleine Stecker, der hier seitlich angebracht ist, der ist für ein externes Solarpanel. Wenn ihr zum Beispiel mal irgendwo seid, wo die Sonne richtig brennt und richtig knallt und ihr sagt, super, hier ist ein toller Baum, da fahre ich in den Schatten, dann könnt ihr ein externes Solarpanel an die Kabine anschließen. Da würde dann vorher noch ein passender Regler eingebaut und dann habt ihr die Möglichkeit, eben die Kabine auch draußen zu nutzen, im Schatten zu nutzen, nicht draußen. Dann habt ihr hier oben die Heckflutlichter. Das ist auch eine Sonderausstattung bei 4-Wheel-Campers. Damit habt ihr den großen Vorteil, wenn ihr mal unterwegs seid auf einem engen, schmalen Waldweg, müsst vielleicht zurückstoßen, zurücksetzen, dann habt ihr Licht an der Kabine, mit dem ihr eben dementsprechend gut wegkommt. Was viel als Einsatzzweck hierfür genutzt wird in den USA, wenn die Kunden mit ihren Kabinen unterwegs sind, haben ein ATV am Anhänger, dann kann man das ATV hier hinter parken, sauber machen, reparieren, ähnliches oder auch wenn ihr einfach nur draußen sitzen wollt. Die Beifahrerseite ist eben entsprechend auch sehr aufgeräumt und sauber. Hier haben wir die Möglichkeit, eine 270-Grad-Markise anzubringen. Da gibt es verschiedene Hersteller, die wir da anbieten können. Wir haben zum Beispiel die Easy On im Programm. Wir haben auch die Möglichkeit, euch hier eine Dacia-Markise anzubringen, die zusätzlich nochmal eine Auslage nach vorne hat. Wir haben die Möglichkeit, hier eine normale, in Anführungszeichen, gerade rausfahrende Kurbelkassettenmarkise anzubringen. Dann könnt ihr die eben rauskurbeln und habt die für die schnelle Pause hier mit drin. Das ist die Markisenleuchte, die haben wir auch gleich schon mitbestellt und dabei. Dann seht ihr hier die beiden Entlüftungsgitter. Hier hinter sitzt das Batteriefach für die Lithium-Batterie, die serienmäßig an Bord ist. Da haben wir aber auch verschiedene Installationen. Wir können das Ganze nämlich mit dem Batteriefach hier oben machen, haben aber auch die Möglichkeit, die Batterie zu versetzen, sodass ihr in der Kabine noch mehr Stauraum habt. Dann haben wir hier das Gasfach. Das Gasfach ist für bis zu 2,5 Kilo Gasflaschen zu gebrauchen. Ist auch eine Frage, je nachdem, was ihr in der Kabine an Beheizung einbauen wollt, können wir bei einer Dieselheizung auch gucken, dass wir das Gasfach eben etwas anders gestalten. Dann würde man mit einer Flasche oder vielleicht sogar mit den 470 Gramm Kartuschen arbeiten. Jetzt gucken wir uns gleich noch die silberne UTI von außen an und dann geht es auch schon bald nach innen. Bei dieser UTI seht ihr jetzt, wir haben Flutlichter auch seitlich dran. Das ist eine ganz feine Geschichte eben auch für den Bereich, wenn der zum Beispiel zum Arbeiten genutzt werden soll. Wir haben Kunden, die machen Schlittenhunderennen, die machen dann hier draußen den Schlitten fertig. Eben auch die ATV etc. Reparatur funktioniert hier super. Und hier seht ihr jetzt die geriffelte Außenhaut. Das ist das klassische Silver Spur Paket. Da ist der Aluminium Flex Frame in Schindelbauweise mit verschiedenen Aluminiumstreifen beaufschlagt. Das ist so richtig klassischer amerikanischer Look, den liebe ich sehr. Und das ist nicht die einzige Farbe, die wir euch anbieten können. Wir haben die silberne Außenhaut in glatt. Wir haben eine unifarbene graue Außenhaut, wie ihr das hier seht. Und das ist auch farbtechnisch so ziemlich das Spektrum. Hier möchte ich euch aber noch eine Sache zeigen, wo wir gerade hier im Gang sind. Und zwar, wir haben die Möglichkeit, bei den Leitern eine Leiter ähnlich dieser hier anzubringen. Das ist jetzt ein älteres Modell. Ich gehe mal auf die richtige Seite. Die kann ich nämlich umklappen. Klappt die hier hoch, hängen die hier ein. Und dann habt ihr eine Leiter fest an der Kabine, die ihr sofort mit einem Handgriff runternehmen könnt. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit zeige ich euch jetzt. Das ist eine Leiter, die finde ich richtig, richtig klasse. Das ist der Little Giant als vierstufige Variante. Hat Rollen drunter. Passt bei einer Kabine mit der Schublade wunderbar hinten rein, also wenn ihr die Ladefläche mit der Schublade habt. Und hier habt ihr wirklich einen großen, stabilen Auftritt. Hier kommt ihr bequem in die Kabine rein. Und dementsprechend stelle ich euch jetzt die Kabine von innen vor. Herzlich willkommen in der einzigen Pop-up-Kabine, die ich kenne, die wirklich eine echte Zweiraumwohnung ist. Zweiraumwohnung, warum sage ich Zweiraumwohnung? Ihr habt in dieser Kabine extrem viel Platz und das ganz Besondere ist, ihr habt wirklich verschiedene Wohn- und Lebensbereiche.
Ich sitze jetzt in der Sitzgruppe. Das heißt, wenn ihr in die Kabine reinkommt, biegt ihr links ab und habt eine wunderschöne Sitzgruppe, wo ihr zu zweit herausragend gut sitzen könnt. Hier passen auch, wenn man sich ein bisschen enger setzt und Kinder dabei hat, passen hier auch vier Leute mit rein. Und dann haben wir nämlich den nächsten Lebensbereich, das ist die Küche. Ich stehe jetzt mal auf. Ich habe eine große und meines Erachtens nach opulente Küchenfläche. Zweiflammiger Herd, das ist jetzt ein Modell, das werden wir noch ersetzen. Das ist ein US-Modell, was hier nicht zugelassen ist. Da kommt ein zugelassenes deutsches Gerät rein. Ein großes, tiefes Waschbecken zum Haare waschen, zum Salat waschen. Eine schöne Fläche zum Anrichten. Das heißt, hier dieser Bereich, ich kann rausgehen, ich kann reingehen, ich kann mich hier bewegen, ich kann ins Bett gehen. Jemand, der in der Sitzgruppe sitzt, wird nicht gestört. Und dann habe ich den Schlafbereich. Der Schlafbereich hier oben, der ist super cool, weil ich habe hier eine Matratze, die hat eine Breite von rund 1,50. Das heißt, hier kann ich bequem mit zwei Leuten querschlafen. Ich habe aber auch die Auszugspolster, auf die ich mich hier stütze. Auf denen kann ich das Bett ausziehen. Da seht ihr hier am Rand die schwarzen Schienen. Und wenn ich das Bett ausziehe, dann habe ich hier eine Liegefläche, die hat fast 2 mal 2 Meter. 2 Meter in der Länge haben wir. Hier haben wir ungefähr eine Innenlänge, ich müsste es nachmessen, 1,90 sind es, genau, circa. Was ich hier super finde, das ist eine Größe, hier kann ich mich auch mal hinsetzen. Dieses aufrecht Sitzen ist eine feine Sache. Ich habe das schon einige Male gehabt, wenn ich mit den Kindern unterwegs gewesen bin, dass wir hier oben in der Kabine auf dem Bett gesessen haben. Wir haben Gesellschaftsspiele gemacht. Das heißt, ihr könnt da schön sitzen, habt in der Mitte Platz. Hier kann man Mensch ärger dich nicht spielen. Hier können die Kinder mit Lego und Playmobil spielen. Und auch ich selber finde das hier oben richtig schön, weil wenn ich jetzt hier oben sitze, ich kann rausschauen, ich kann über den See gucken. Und ich habe ein unheimlich tolles Raumgefühl, dadurch, dass ich eben einmal diesen rechteckigen Raum über mir habe und dass ich eben auch die vielen Möglichkeiten habe des verschiedenen Liegens. Ich ziehe jetzt das Bett einmal aus. Das geht nämlich mit einem Handgriff. Dann nehme ich hier die beiden Bettpolster, lege mir die hier rein. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie schön groß diese Liegefläche hier ist. Wenn ich mich jetzt hier hinten hinlege, ihr seht dieses üppige Maß an Platz. Und das ist das, was ich an dieser Kabine unglaublich großartig finde. Jetzt schiebe ich das Bett wieder ein. Und zeige euch den nächsten tollen Benefit. Nämlich, das Bett reingeschoben habe, kann ich den ganzen Bettkasten hier hochklappen. Und dann habt ihr diesen gewaltigen Unterbettstauraum. Das habe ich in meiner Kabine immer so gehandhabt, dass ich hier Kunststoffboxen drin hatte. Genau passend auf Maß, war ein bisschen Sucherei. Ein anderer Kunde hat sich die in Aluminium anfertigen lassen. Die sind noch dünner, haben noch weniger Rand. Und ich habe bei mir die Dämpfer, die ihr hier innen seht, die habe ich hier nach außen gesetzt, sodass ich bei allen drei Fächern die Möglichkeit hatte, wirklich vollständig nach vorne durchzuschieben. Hier hatte ich eine Markisenkurbel drin liegen, da konnte ich mir dann zack die Kiste haken und nach vorne ziehen, sodass ich hier wirklich ideal Vorräte etc. drin unterbringen konnte. Jetzt ist es bei dieser Kabine hier so, dadurch, dass wir das üppige große Bett haben, wo für mich und meine Partnerin der Bettauszug gar nicht so im Fokus steht, ist hier eben auch die Möglichkeit und Überlegen zu sagen, ich nehme diesen Bettauszug hier raus, habe dadurch etwas Höhe gewonnen. Wir haben hier ungefähr so circa 18 mm. Und dann wollen wir hier mal schauen, ob wir nicht ein Folie-Rost drunter bekommen, diese Federteller, sodass wir da nochmal etwas mehr Bettkomfort haben. Und jetzt widmen wir uns der Technik. Ein ganz wichtiges Thema in so einer Kabine ist Strom. Das haben wir hier sehr, sehr gut gelöst. Ihr habt serienmäßig schon mal eine 135 Amperestunden Lithium-Batterie an Bord. Das ist ein Powerpack, da kommt ihr richtig, richtig, richtig lange mit aus. Und damit das eben immer voll ist, habt ihr serienmäßig den Red Arc 25 Ampere Ladebooster hier mit drin. Und dann habt ihr hier die Option bei der Kabine, dass wir das Ganze nochmal erweitern können.
um eine Solaranlage. Das fängt an bei einem 135 Watt Solarpanel extern. Wir können auf dem Dach 250 Watt Solar mit zwei Paneelen unterbringen oder wir kriegen sogar 500 Watt aufs Dach mit einer Vierpanelanlage. Da habt ihr dann wirklich Strom ohne Ende. Ideal für Langzeitreisende, die sagen, boah, wir machen Videoschnitt, wir brauchen einen großen Bildschirm, wir machen einen großen Blog oder wir arbeiten in der Kabine und sind längere Zeit remote unterwegs. Also da könnt ihr euch hier super safe mitmachen. Und was auch eine Option ist, die 135 Amperestunden Lithium-Batterie, die hier drin ist, serienmäßig, die könnt ihr upgraden und eine zweite dabei bestellen, sodass ihr 270 Amperestunden Lithium-Power habt und das ist wirklich powersatt. Hier oben seht ihr das Batteriefach. Da ist jetzt im Moment noch keine Batterie drin, das ist eine Ausstattung, die wir euch hier überlassen. Mit dem Batteriefach ist es so, in meiner UTI habe ich diese Fläche für mich genutzt als Küchenstauraum, das fand ich ideal. Da habe ich dann die Batterietechnik in dieses Fach hier unten reingebaut. Da können wir mal eben reinschauen. Dieses große Fach hier unten, das eignet sich hervorragend einmal für den Warmwasserboiler. Der Warmwasserboiler ist auch optional bei dieser Kabine, sowie die Außendusche. Da arbeiten wir in der Regel mit einem 12-Volt-Gerät, weil das einfach zuverlässig und kompakt arbeitet. Sitzt eben dann hier unten drin. Und da habe ich auch meine Batterien mit reingebaut, sodass ich hier wunderbaren Küchenstauraum hatte. Und hier ist dann die Möglichkeit, wenn ihr die Technik unten in dem Fach verbaut habt, haben wir bei meiner Kabine hier eine große Kiste reingemacht. Die konnte ich vollständig ausziehen, so groß. Da hatte ich ebenfalls eine ganze Menge Küchenausrüstung drin. Da hatte ich meine Vorräte etc. drin. Und die habe ich so gestaltet, dass ich die rausziehen konnte wie eine große Schublade, konnte die aber auch rausnehmen, mit nach draußen nehmen und hatte so Zugriff zur darunterliegenden Technik. Der Frischwassertank sitzt hier vorne im vorderen Bereich, schwerpunktgünstig direkt hier drin, hat ein Fassungsvolumen von 75 Litern, also auch dementsprechend da ein sehr, sehr gutes Tankvolumen. Und dann haben wir hier unten zwei Fächer, die sind richtig klasse. Da schaut einmal rein, wie tief dieses Fach ist. Und hier habe ich das auch gemacht. Ich habe mir hier kleine Gleitschienen reingesetzt, habe von unserem Schreiner eine Holzkiste anfertigen lassen, die ich komplett rausziehen konnte, wie einen großen Vollauszug. Und da bin ich dann eben hergegangen und habe das hier eben auch genutzt. Wir haben hier auch das Tütenschild der Kabine drin. Mal schauen, Moritz, kommst du da vielleicht mit der Kamera dran, dass man das erkennen kann? Die Kabine hat ein Leergewicht von... Jetzt muss ich mich selber einmal da reinbeugen, von 583,8 Kilo in der Serienausstattung. Zur Serienausstattung sind jetzt in diesem Fall der Isotherm-Kühlschrank gekommen und ansonsten ist die Kabine aber weitestgehend eben im Grundzustand. Das heißt, das ist das Gewicht, wo ihr aufbaut und wir liegen in der Regel bei einer komplett ausgestatteten Kabine mit allem drum und dran irgendwo im Bereich um 800 Kilo. Ja. Hier unten ist ebenfalls ein ähnlich großes Fach. Auch hier wäre die Möglichkeit, mit einem Auszug zu arbeiten. Das hängt so ein bisschen davon ab, welche Heizung ihr in der Kabine am Ende des Tages gern verbaut haben möchtet. Da haben wir drei Auswahlmöglichkeiten für euch. Wir können eine Autotherm-Dieselheizung hier einbauen. Die würden wir mit einem außenliegenden Dieseltank verbauen, sodass ihr die Kabine auch autark nutzen könnt. Ein ganz wichtiger Faktor für uns, weil wir haben doch einige Kunden, die sagen, wenn wir die Panamericana fahren und irgendwo ist es schön und wir wollen mal zwei Wochen irgendwo bleiben, dann wollen wir die Kabine auch absetzen und den Pickup einzeln nutzen. Dann haben wir die Möglichkeit, euch hier eine Gasheizung einzubauen aus dem Hause Propex. Das ist eine Heizung aus dem Marinebereich, die ist ultra robust, ist ein sehr kompaktes Gerät, deswegen wissen wir das sehr zu schätzen. Ganz einfache, simple Technik, nahezu unzerstörbar und alternativ dazu haben wir deutsche High-End-Qualität, die Truma Vario Heat Eco mit einer sehr feinen Flammtemperaturregelung, mit sehr feinen Justierungsmöglichkeiten und der Möglichkeit, das Ganze eben noch über eine App zu steuern, respektive über eine Funkanbindung übers Mobiltelefon. Das Gleiche gibt es übrigens auch für die Planer Autotherm. Eine wunderbare Geschichte, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, habt eine lange Wanderung und wisst, Mensch, in 20 Minuten sind wir an der Kabine, könnt ihr der Kabine, sofern eben Netzabdeckung da ist, eine SMS schicken und dann fängt die Kabine eben oder die Heizung in der Kabine schon mal an, die Kabine aufzuheizen. Finde ich absolut super. Hier ist der Kühlschrank. Das ist ein Kompressorkühlschrank. Wir haben auch nur noch Kompressorkühlschränke hier mit drin.
Das ist die Größe 85 Liter. Das ist eine Kühlschrankgröße, die hat sich sehr bewährt. Wir haben aber auch die Möglichkeit, auf bis zu 110 Liter hier zu gehen. Und dann haben wir hier unten noch etwas, das wird immer ganz gerne vernachlässigt, ist ja nur eine Schublade. Aber diese Schublade, die hat es echt in sich, weil wenn ihr die mal wirklich vollgepackt habt, staunt ihr, wie groß die Schublade ist. Da passt also der Inhalt von der ganzen Einkaufstasche locker flockig rein. Jetzt machen wir nochmal einen Platzwechsel. Dann zeige ich euch hier im Heckbereich die vielen Staumöglichkeiten. Dazu lege ich jetzt mal die Polster eben zur Seite. Das ist ein Stauraum, den haben wir so auf beiden Seiten. Und ihr seht, wenn ihr hier reinschaut, mal eben den Zettel hier raus, wenn ihr hier reinschaut, da habt ihr wirklich Platz satt für Wanderschuhe, für Bergsteigerausrüstung, für Fahrradhelme etc. Da geht richtig was rein. Und hier auch unterm Tisch habt ihr bei dieser Kabine diesen zusätzlichen Stauraum zum Aufklappen. Da könnt ihr zum Beispiel Schuhe etc. wunderbar drin verstauen. Dieser Bereich, der ist bei einigen Kabinen mit einer Dusche ausgestattet. Und wie das aussieht, zeige ich euch gleich. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz diesen Schrank hier an. Da geht es zum Thema Toilette. Da haben wir nämlich auch verschiedene Auswahlmöglichkeiten für euch. Wir haben einmal hier einen großen Stauraum noch mal oben drüber, wenn wir die Option wählen, dass die Kabine mit einem Potta-Potti ausgerüstet wird. Und da kriegen wir hier eine Trockentrenntoilette oder ein Potta-Potti in wunderbarer Form rein. Aber wir haben auch eine feste Toilette und die zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt eine Wildcat mit der Silver Spur Ausstattung und da habe ich jetzt mal hinten das Bett gebaut. Das finde ich echt super, super cool. Ich blende euch hier mal den Ausblick ein, den ich hier gerade habe. Das ist nämlich das Schöne an der Kabine. Hier kann ich wirklich wunderbar rausgucken durch die Seitentür und durch das große Fenster an der Seite. Aber das ist das, was ich euch gar nicht hier unbedingt zeigen wollte. Mir ging es jetzt darum, euch einmal zu zeigen, wie sieht es mit der anderen Toilette und der Dusche aus. Und hier noch einmal gesagt, das Silver Spur Paket, da haben wir die Kabine eben nicht in Holzfarbtönen, sondern eher in Grau. Hier haben wir so eine gebürstete Metalloptik, ist allerdings auch Holz und dementsprechend die Möbel sind in Grautönen gehalten. Die Polster sind hier auch etwas einfacher und jetzt baue ich hier mal das Bett eben zurück. Dazu nehme ich die Polster einmal in die Hand. Schieb die hier rüber. Und dann kann ich euch nämlich hier unsere Dusche zeigen. Die Dusche finde ich richtig klasse. Den Tisch habe ich jetzt eben hier auch mit einem Griff in der Hand. Schiebe ich in den Halter, drehe ihn fest. Und so schnell habe ich die Sitzgruppe wieder umgebaut. Und das hier ist unsere Dusche. Ihr habt ja gerade in der anderen Kabine gesehen, da hatten wir zwei Klappen. Das ist das Duschross, das nehme ich mal hoch. Ihr seht hier, wir haben hier eine Duschwanne drunter mit Ablauf. Hier auf der Seite ist der Anschluss für den Duschschlauch. Und damit die Kabine nicht überall vollgespritzt wird, haben wir hier oben diese kleinen Haken angebracht. Da gibt es einen Duschvorhang, den können wir hier mit einhängen und dann habt ihr dementsprechend hier auch die Möglichkeit, in der Kabine zu duschen. Ist was für seltene Gelegenheiten, aber so manch einer hatte den Auftrag, wir kaufen eine Kabine nur, wenn die eine Dusche hat. Wir haben eine Dusche und deswegen haben wir viele glückliche Reisende mit der Kabine. Jetzt machen wir einen Platzwechsel und ich zeige euch mal die Toilette. Das hier ist jetzt der Original 4Wheel Campers Toiletteneinbau. Um die Toilette zu benutzen, klappe ich das hier hoch. Das Tuch lege ich mal dahinter, damit ihr besser sehen könnt. Und hier haben wir jetzt eine klassische Chemietoilette mit Wasserspülung und einer von außen entnehmbaren Kassette, sodass ihr auch hier in der Kabine ideal die Möglichkeit habt, aufs Klo zu gehen. Und das vor allen Dingen so, wie viele es von euch gewohnt sind, mit der Standard-Chemietoilette. Wir können aber auch einen ähnlichen Umbau machen, sodass wir hier fest einbauen, eine Trockentrenntoilette, zum Beispiel die Airhead Marine. Die hatte ich in meiner Kabine damals, da war ich sehr glücklich mit, weil die eben auch hier vorne ganz gut abgebunden hat. Und dann brauchen wir auch nicht den Durchbruch mit der Klappe. Ja, jetzt sehen wir uns gleich wieder draußen. Das war der Ausflug in die 4Wheel Campers Wildcat UTE in verschiedenen Varianten.
Und hier nochmal der Blick, dass ihr die schönen Fahrzeuge seht. Ich selber freue mich riesig mit dieser, ja, ich muss sagen, persönlichen Kabine, die ich am liebsten zum Reisen mitnehmen wollte von all dem, was wir jetzt zur Auswahl hatten, weil ich da einfach selber eine persönliche Verbindung zu habe. Ja, wenn ihr die Details zu den Kabinen nachlesen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserer Webseite www.4wheelcampers.de. Blende ich euch jetzt auch noch mal ein. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Fragen zum Video habt, Fragen bitte unten in den Kommentaren posten. Wenn es gefallen hat, lasst uns bitte ein Like da, abonniert unseren Kanal, klickt die kleine Glocke an, dann werdet ihr automatisch informiert, wenn das nächste Video von uns erscheint. Wir versuchen immer mittwochs und sonntags um 17 Uhr für euch mit einem neuen Video da zu sein und freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Jens vom Wohnkabinencenter.